Servus, der Marc von Pilsig & Vinis. Hier bei mir ist die liebe Chantal und macht sich ein Septum-Piercing. Du bist wie alt? 15. Das ist dein erstes Piercing? Ja. So richtig, ne? Die Rolle, ich hast schon ein bisschen nervös, bist du, aber eigentlich gehst du auch nicht ganz gut. Wir haben es betäubt, wir starten los, wir haben alles vorbereitet. Da hinten liegt schon das Equipment, alles startklar. Das heißt, wir machen wie eigentlich normal in den Videos bekannt, also du hast noch keins gesehen. Ich nehme diese Zange, die da liegt, die halte ich mir in dein Septum hin, stelle ich dir das durch und das ist ganz easy, okay? Also vollkommen easy. Die werden aber die Tränen kurz kommen, weil die Nase natürlich den Trigeminusnerv mit beherbergt. Und wie ein Reflex, wenn dich jemand an der Nase piekst oder stupst, dann kriegst du kurz eine Träne rein, das ist einfach ein Schutz von der Hände. Deswegen mach die Augen bitte zu, mach die Brille runter. So, gut schon. Es ist ja mittlerweile fast schon eine Seltenheit, dass es Leute gibt, die nicht meinen YouTube-Kanal einmal durchgestalkt haben. Aber ich finde es umso schöner, wenn die Leute mir einfach so vertrauen, weil sie von Freunden oder Bekannten wie bei dir das Latscher eine Empfehlung bekommen haben und sagen, dann geht es zu mir. So, gut, los geht's. Brauchst du die Hand zum Halten oder willst du keine Hand haben? Vielleicht schon, ich weiß nicht. Wenn du eine nehmen willst, kannst du gerne. Dann musst du einfach so leicht nach hinten durchreichen, weil ich brauche dich genauso sitzend. Du kannst gerne einen Schritt näher kommen mit der guten Hand. Geht's uns jetzt beginnen? Ja. Gut. So, jetzt machst du mir die Augen kurz zu. Ganz locker bleiben. Das war super. Schon durch. Super. War's okay? Mhm. Super. Dann gebe ich dir den Schmuck ein. Ist schön geworden. Hat dir gefallen. Und deine Eltern haben es dir gleich erlaubt oder hast du lang betteln müssen? Lang betteln müssen. Oh. Wie lange ist lang? 3 Jahre. Oh, das ist lang. Ich mag Piercings sehr. Jetzt bist du 15, hast mit 12 angefangen. Ja. Ja gut, meine Tochter ist 8, die sagt jetzt schon Papa, was sie alles will. Gut, die arbeitet, hat natürlich das große Glück, einen Piercer als Papa zu haben, aber... Als nächstes kommt Zunge. Hoffentlich. Da sind die Eltern oft ganz dagegen, wobei Zunge ein bisschen total easy ist. Also ich und meine Tochter auch an jedem... Total Blödsinn. Also ich würde meinen Kindern ein Septum sofort erlauben, weil das kannst du verstecken. Ich würde ein Zungenpiercing erlauben, das sieht auch kein Mensch. Und die Zähne passiert gar nicht, ich selber jetzt gehabt 10 Jahre lang. Aber manche Eltern erlauben dann so krasse Sachen wie Industrial, wo du halt so einen riesen Stahl im Ohr hast. Das ist nicht schlimm, aber... Okay, das finde da ich... Kann, ist voll cool, aber da kann man so, wenn die Eltern das nicht erlauben, verstehe ich es, weil das ist ein langer Stab und... Ja, aber bei so einfachen Sachen sind die Eltern oft ganz dagegen. Meine Mutter erlauben ja irgendwie was und nicht so Ohren wegen Akupunkturdinger. Kein Blödsinn, auch da, wir nehmen ja keine Akupunkturpunkte. Wir stechen ja nicht die Akupunkturpunkte, sondern wir stechen extra woanders. Also das kannst du ihm auch sagen, sieht er auch in unserem Video, das kann er sich mal erkundigen. Wir machen es genau anders, wir stechen eben nicht die Akupunkturpunkte. Guck dir mal den Spiegel das Ganze an, ich finde es sehr schön, steht ja wirklich mega. Ist wie für dich gemacht, das steht ja wirklich von Anfang an super gut. Sehr schön. Schön, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein, also ich finde es genau richtig. Du kannst natürlich später immer noch verändern. Größer, kleiner, du kannst es in schwarz nehmen, in gold, in was du möchtest, kann man alles verändern. In 6 Wochen sehen wir uns bitte nochmal hier, Chantal, dann werden wir nochmal einen Schmuckwechsel machen. Auf jeden Fall, das ist nicht jedes Thema, das muss man machen, das gehört wie so ein Verbandswechsel, muss einmal nach 6 Wochen deiner Schmuck rein. Bitte mit Termin, kommst vorbei und mache ich dir das. Okay. Gut. Jetzt erkläre ich dir kurz die Pflege. Du kriegst alles schriftlich mit und du kriegst auch die Pflege jetzt zugeschickt per PDF. Zuerst mal tust du deine Hände waschen und desinfizieren. Dann nimmst du Spray und Gel. Sprüh den Spray links und rechts in den Nasenlöcher rein. Lass den Spray einwirken, so 30 Sekunden. Du brauchst keine Uhr einschalten, einfach ein paar Sekunden warten. Nimm dann eine Küchenrolle und reinige links und rechts mit der Küchenrolle dein Piercing. Dann kommt ein Tropfen Gel drauf, links und rechts, und du bewegst dich beim Autofahren den Ring hin und her. Und das war's. Okay? 3 Wochen machst du es 2 Mal am Tag und dann 3 Wochen 1 Mal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Wenn du ein Praktikum hast und es verstecken musst in der Schule,
dann drehst du es nach hinten rein. Momentan, wenn du es also nicht hast in der Schule, würde ich das einfach so lassen, weil es einfach natürlich schöner aussieht und auch einfach besser ist, als es draußen bleibt und nicht da drin. Hast du Fragen? Verboten werden nur Dampfbad, Solarium, im Sauna und Schwimmen gehen für 3 Wochen. Alles andere darfst du nicht. Kein Schwimmen. Ja, außer du bleibst jetzt bis hier. Ja? Und Nase putzen darfst du normal, duschen darfst du normal, Sport, alles ganz normal. Fragen? Wie war es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? 1. Super, dann seht ihr das mal. 15 Jahre jung, alles überlebt, alles überstanden, steht ja echt gut und war überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht fürs Zungenpiercing. Euch danke fürs Zuschauen und dir, Chantal, danke fürs Kommen. Tschüss, Papa. Ciao.